Jede dritte Frau ist von Online-Hass betroffen. Dazu gehören Beschimpfungen, die Verbreitung von Gerüchten, Cybermobbing, sexualisierte Belästigungen, Stalking und Drohungen. Oft müssen sich dann die betroffenen Frauen anhören, das ist ja nicht so schlimm. Das seien ja nur Worte. Tatsächlich sind diese Worte Gewalt. Hass im Netz zu verbreiten ist sehr einfach. Man sitzt davor, tippt etwas hinein, ist anonymisiert, keiner sieht einen. Als ich im Alsergrund Bezirksvorsteherin geworden bin, wurde ich in diversen Online-Foren beschimpft. Man hat mich als Terroristin beschimpft und man soll mich ziemlich schnell loswerden. Sie haben gesagt, ist sie ein Mann oder eine Frau? Sie haben gesagt, ist sie ein Affe? Wir brauchen dringend Maßnahmen gegen Hass im Netz. Auch wenn der Raum virtuell ist. Auch wenn der Raum virtuell ist. Die Auswirkungen dieser Hassnachrichten sind real. Wir fordern deshalb Ausbau von rechtlichem Schutz. Ausbau von Beratungsstellen gegen Hass im Netz. Sensibilisierungsschulungen für Polizisten und Polizistinnen. Wir fordern eine Sonderstaatsanwaltschaft zu Hass im Netz. Und wir wollen mehr Zivilcourage im Netz fördern. Das Wichtigste, was die Menschen wieder lernen müssen zu tun, ist, sich in den Augen zu schauen und sich wieder respektvoll zu begegnen. Egal, welche Hautfarbe jemand hat, Staatsangehörigkeit oder Religion, das spielt keine Rolle.